Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind in Whitechapel unterwegs, genauer gesagt in einem Kampfclub, diesmal mit der guten Evie. Und das Schöne ist, ich dachte mal, wir haben den ja noch nicht so richtig ausprobiert, außer mal diesen einen Boxring. Und hier ist jetzt aber der große Kampfclub und den wollte ich auch mal abchecken. Ich kann auch ganz kurz mal einen Blick auf die Karte werfen und dann seht ihr mal, was man hier alles noch an so Nebenmissionen machen kann. Hier gibt es zum Beispiel ein Rundenrennen, verschiedene Rennsachen, alles mögliche. Hier ein einfacher Fall vor Mord, ein Groschenromanverbrechen, also noch ganz viele Nebenmissionen. Und da wir in der letzten Folge so ein bisschen auch wieder die Hauptstory mit dem Edensplitter weitergesponnen haben, außerdem haben wir uns ja sogar eingesetzt, damit jemand nicht in den Knast kommt aus unserem Team. Wobei wir dem Burschen ja immer noch nicht so richtig vertrauen können. Egal, spielt keine Rolle, wenn ihr da irgendwie das interessiert, letzte Folge schauen. Jetzt wird geboxt und zwar mit Evie Fry. Und ich bin ja gespannt, ob hier auch als Lady richtig ausgeteilt werden kann. Und ich denke mal, schön. So, sehr nett. Das ist nämlich lustig. Wir hatten ja das erste Mal mit Jacob geboxt, aber jetzt... Ah, guck mal, jetzt hier in ihrer Boxkluft. Na, mein Kleiner. Eine Frau teilt aus. Schon ziemlich cool. Ja, war's das schon, oder was? Alter, was denkst du denn? Komm mal rüber. Oh, Alter, der hat mir eine Backpfeife gegeben. Der kommt irgendwie nicht rüber. Kann sein, dass... Ah, ne, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Alter, zerlegt. Oh, jetzt aber richtig eine Lady teilt aus vom Feinsten. Oh, der wird ein bisschen schwerer. Wir haben alle keine Chance. Und die Ohrfeige war natürlich nur ein kleiner Test, ganz klar. Richtig coole Folge. Fängt schon gut an. Ah, das war's schon. Ja, komm, weiterkämpfen. Wir haben das ja mal so in der Art schon mal gemacht. Als beim richtigen Boxring, kann, sag ich mal. Oh, Handschuhe haben sie an. Wollen uns wohl nicht verletzen. Alter, ist so geil. Wie die alle fertig macht. Schöner Knockout. Und da kommen noch welche, die auf die Fresse wollen. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine easy Nummer. Das ist eine Level 2 Mission eigentlich. Ey, guck mal. Oh, dieser Armbruch, der ist schon ganz schön mies. So, und da liegt der nächste. Ich finde es aber cool, dass so viele Animationen haben, unterschiedliche auch. So, der nächste bitte. Einfach mal so spontan, so eine kleine Boxrunde. Bevor wir dann nachher weiter mit den Missionen machen. Aber wir können ja auch mal so eine Groschenroman-Mission probieren. Könnte ja auch ganz lustig werden. Guck mich nicht so an, du Stinktier. Nix da. Sehr geil. Einfach überwältigend. Das kriegen wir jetzt natürlich mehrfach. Patsch, 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 patsch. Richtig schöner Knockout, oder? Die wollen auch mal auf die Schnauze. Dickerchen, komm her. Kriegst auch nochmal einen auf den Latz hier. Aber diese Armbruchstrategie, die tut natürlich wirklich weh, ne? So ein Arm gebrochen, ah, ich stelle mir das gerade ganz schön mies vor. Dann macht doch Dickerchen nichts mehr. Das mag ich schon. So. Und nochmal schön auf den Deckel gegeben. Ja, warum eigentlich nicht? Komm, eine Runde geben wir uns noch. Sehr lächerlich. So. So, nochmal hier Armbruch, was? Aber jetzt wären doch noch ein paar mehr Animationen lustig gewesen, klar. Aber schlecht ist es nicht. So. Komm, wir geben jetzt mal richtig schön hier so ein. Einfach nur mit schönen Face-Kicks hier, mit dem Knie schön in die Fratze rein. Ihr habt keine Chance. Ah, will doch mal wer angreifen, du? Kannst du haben. Jetzt nehme ich erstmal deinen Freund aufs Korn. Ah, wunderbar. Schön. Und nochmal hier. Das ist, ist ihr Liebling auf jeden Fall, die Armbruchstrategie. Ein spektakulärer Kampf, my lady. Meine Freunde, jubelt so laut, wie ihr könnt. Für unsere neue Meisterin. Nächste Belohnung wäre der Jade-Drachenstockdolch. Alter, wie geil. Da kriegen wir richtig geilen Scheiß gerade. Der Göttinnen-Stockdolch. Den will ich mir jetzt mal reinziehen gerade.
Oh, ich muss auch mal das alles Mögliche checken hier mit dem ganzen Bau und hin und der Herstellung habe ich halt mich auch noch gar nicht so drum gekümmert. Ich muss aber sagen, es ist auch mittlerweile echt so viel, dass man kaum noch hinterherkommt und das ist ja, was auch viele bemängeln, den Beute-Takedown, den sollte ich mal nehmen, haben viele in die Kommentare geschrieben. So, perfekt, dann nehme ich den mal, weil dann nehmen wir automatisch mit, was die haben, das bringt natürlich viel Asche, muss man halt mal sagen. So, und ich würde fast sagen, wir gehen nochmal ins Inventar und da haben wir jetzt eine schöne neue Waffe. Alter, der Göttin-Stockdolch, einfach mal so freigespielt. Wo der Jade-Stockdolch ist, ist er auch hier. Jade-Drachen-Stockdolch. Benötigt Level 7. Boah, er sieht natürlich auch richtig nice aus. Aber das hat sich ja mal gelohnt, dass wir in den Boxring eingestiegen sind. Tödlichkeit erhöht. Das können wir mal noch upgraden. Und jetzt geht er richtig steil hier. Und sieht auch richtig fancy aus. Finde ich super. Ah, und jetzt, bevor ich es vergesse, habe ich ja in der letzten Folge schon angesprochen. Ja, Mann. Schleichen minus 1. Ist ja doof. Weil wir den verbessert haben, oder was? Ja, der sieht halt doppelt so stylisch aus. Also mindestens mehr. Sie benötigen Level 6. Sie benötigen Level 5. Den finde ich auch sehr nice. Aber wisst ihr was? Ich kaufe den jetzt einfach mal. Einfach, weil der fancy aussieht. Der Oranje. Oranje ist ja eigentlich Holland. Verbessern können wir den jetzt. So, und jetzt ist der auch besser als der andere. Und der sieht halt auf jeden Fall deutlich cooler aus als der Lumpen hier, den wir hier hatten. Muss man halt mal sagen, ganz klar. So, sieht schon fancy aus. So, jetzt haben wir ja richtig coole Sachen. Jetzt ist Eevee auch mal eine ganze Ecke cooler. Mann, der Stockdolch, da freue ich mich richtig drüber. Theoretisch können wir jetzt sogar nochmal eine Boxrunde einlegen, aber ich dachte, wir checken mal eben so ein bisschen hier diese ganzen Nebenmissionen, die es jetzt hier noch gibt, um das auch mal überhaupt zu zeigen. Jetzt haben wir schon als Lady ausgeteilt hier, Eevee Fry. Ja, das ist ein bisschen, ging so ein bisschen ab wie bei so manchen Boxkämpfen, die wir aus Film und Fernsehen kennen. Ich weiß noch, wie der Stefan Raab damals auf die Nase gekriegt hat. Also mit einer Boxerin, sich anlegen, das ist nicht zu unterschätzen. Hey du! Kopf hat es nicht gesehen und jetzt haben wir den Dreck gelootet. Das ist natürlich schon praktisch, deswegen vielen Dank für den Tipp. Der Beute-Takedown, absolut ein sinnvoller Kommentar. Und absolut ein sinnvoller Skill, um mal halt ein bisschen Kohle zu machen. Zumal es ja nicht viel kostet. Oh, die Verbrecher töten. Alter Schwede. Da lacht keiner mehr. Boah. Ist schon ganz schön hart drauf, die Eevee. Die wird so noch ziemlich cool hier. Bin ja auch mal gespannt, wie die weitere Story dann weitergeht. Auch sehr schön. Sie betreten ein instabiles Gebiet. Moment mal, kleiner Mann. Hä? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Hier für Sie. Glaubst du, du wärst da drüben von mir sicher? Dankeschön. Danke. Komm ruhig her. Ich will meinen Stockdolch ausprobieren, deswegen bring ich dich nicht direkt um. Das lasse ich mir nicht einfach so gefallen. Ich spuck dir ins Gesicht, du Bastard. Na, er will nicht. Er kommt schon. Zeig mir, was du kannst. Die da drüben. Stehen bleiben. Oh, jetzt kommt der Kopf. Scheiße. Den wollte ich eigentlich jetzt nicht hier. Ey, was soll der Mist, Alter? Na gut, da muss der Polizist dran glauben. Es hat mir leid getan, ich jetzt... Warum hat der den jetzt nicht direkt gelootet? Das frage ich mich. Aber war das vielleicht jetzt kein richtiger Beute-Takedown? Naja, wir hatten auf jeden Fall Unterstützung auch von unseren treuen Freunden. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz mal wieder auf die Karte drücken. Den Fertigkeitspunkt, den spare ich mir noch auf. Da ist auch der gute Zug um die Ecke. Wir könnten jetzt hier mal Rennen von A nach B machen. Ist wahrscheinlich nicht so spektakulär. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Rennen von A nach B halt. Aber ein einfacher Fall vom Mord. Das würde ich mir gerne mal reinziehen. So gar nicht so weit weg, nur 170 Meter. Und dann können wir uns mal mit dem Greifhaken hier einmal nach oben befördern. Eigentlich wollte ich auf der anderen Seite hoch natürlich, aber egal. Der Greifhaken ist noch nicht ganz ausgereift, aber trotzdem ein sehr praktisches Feature. Ich finde es übrigens klasse, dass ihr so fleißig mitschaut und dass viele sagen, hey, das Display gefällt Ihnen so gut. Freue ich mich immer drüber. Macht Spaß, das dann auch mit euch zu teilen, diese Inhalte.
Und sowieso, ich habe ja schon, mach's ja schon lange mit den Let's Plays, aber eben nur bei Spielen, die ich halt wirklich mag, spreche ich immer öfter gerne an. Und Assassin's Creed Syndicate ist absolut nach meinem Gusto. Selbst wenn es teilweise in der Kritik steht, zu ähnlich zu sein. Aber ich bitte die Leute auch mal, ey, ganz ehrlich, das Spiel hat so viele Inhalte. Man kann das Rad auch nicht immer neu erfinden komplett. Und das muss man auch gar nicht. Und wenn man das dann macht, dann meckern wieder ganz viele Leute, ist ja kein Assassin's Creed mehr. Also, das ist halt wirklich, wirklich schwer. Und man kann natürlich auch nicht die alten Sachen aufsetzen. Und vielleicht sehen viele Assassin's Creed 2, was ja auch meiner Meinung nach, na, Black Flag fand ich auch sehr geil, also, aber Assassin's Creed 2 war schon genial. Ja, was so ein bisschen nostalgischen Wert auch hat. Vielleicht sieht man es deshalb auch so als bestes Assassin's Creed oder so. Viele tun das zumindest. Was war denn euer Lieblingsteil von Assassin's Creed? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ein einfacher Fall vom Mord. Das spielen wir jetzt. Die Musik ist wieder so schön. Oh je. Das sieht überhaupt nicht gut aus, oder? Es ist ganz bestimmt nicht der Stoff, aus dem ein mitreißender Roman wird. Was ist geschehen? Ah, die charmanten und ergötzlichen Fry-Zwillinge. Kennen wir uns? Mr. Raymond kennt einfach jeden. Und er weiß alles über diese Stadt. Er schreibt darüber in seinen Büchern. Ich bin Henry Raymond, Autor drittklassiger Gruselgeschichten. Groschenromane, wenn Sie so wollen. Und das hier ist Klein Archie. Mr. Raymond nimmt echte Morde und macht etwas schrecklich Aufregendes daraus. Der Täter wird am Ende immer geschnappt. Auch hier spielt sich gerade ein Mordfall ab. Vielleicht möchte einer von Ihnen versuchen, ihn aufzuklären. Das wollen wir mal tun. Henry Raymond gab es übrigens auch ebenfalls wirklich. Suchen Sie mit dem Adlerauge im Ermittlungsbereich nach Hinweisen und befragen Sie jeden Verdächtigen, um den Mörder zu finden. Ach, richtig cool. Drücken Sie Options, um das Fortschrittslogbuch zu öffnen und alle gesammelten Beweise zu betrachten. Beschuldigen Sie den schuldigen Verdächtigen, um den Fall aufzuklären. Aber überlegen Sie gut, denn jede falsche Anschuldigung verringert die Belohnung. Boah, das ist ja richtig nice. Eine coole Erfindung. Dem Täter auf der Spur quasi. Ja, wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Groschenromanverbrechen. Ja, immer schon mal hier die Augen aufhalten. Ich finde Verbrechen so wunderbar unterhaltsam, Sie nicht? Ich meine natürlich das Auflösen von Straftaten. Eine Lösung zu finden ist einfach beglückend. Um einen Verdächtigen zu befragen, wählen Sie mit L alles klar ein Thema und drücken Sie X, um die Befragung zu beenden. Drücken Sie Kreis. Okay, Moment mal kurz. Befragen. Oh, das ist ja richtig cool. Kommt fast so ein Detektivspiel hier noch rein. Alter Schwede. Na, fahren wir mal Leiche. Als ich kam, fand ich die Leiche des Vorarbeiters. Und der kleine Dooley hatte Blut an den Händen. Keiner konnte die Mordwaffe finden oder den Mörder verhaften. Könnten Sie das schnell klären? Unsere Produktion steht still. Sie sind ein roher Haufen, aber jemand muss die Kinder auf Linie halten. Wenn doch nur die Erwachsenen nicht immer streiten würden. Naja, sehr interessant wieder. Okay, Dooley hatte Blut an den Händen, der kleine Dooley. Vielleicht hat er was mit dem Mord zu tun. Halten wir weiter die Augen offen. Das Gebiet wird ein bisschen eingegrenzt gerade, man sieht das so. Oho, was liegt denn da Schönes? Die Leiche. Lagerhaus, Wilkins Leiche. Eine tiefe Stichwunde in der Brust. Das Gesicht des Opfers ist mit einem Halstuch bedeckt. Ja, wir setzen die Ermittlungen natürlich erstmal fort, ganz klar. Bevor wir irgendwen beschuldigen. Hier gibt es ja noch ein paar Zeugen. Und die wollen wir auch nochmal befragen, ganz kurz.
mich umgeworfen und dann getreten. Da habe ich nach meinem Arbeitsmesser gegriffen. Ich heb die Hände, um mich zu verteidigen, aber er schlägt mich bewusstlos. Später, als ich aufwachte, liegt der Mann da. Tot. Das könnte er natürlich gewesen sein, aber es muss auch nicht sein. Vielleicht war das auch sein Freund. Dooley. Als ich zurückkomme, liegt der Mann tot da und Dooley hat ein Messer in der Hand. Bitte verhaften Sie ihn nicht. Also Dooley ist der Kleine und das war Buck. Es sieht schon so aus, als wäre es Dooley gewesen, ne? Aber lass mal auf dem Fall ein bisschen weiter aufklären. Das finde ich auch sehr interessant. Da ist das Messer. Ja, kleines Messer mit der Initiale D, die grob in den Griff geritzt wurde. Dooley halt. Ich gehe zurück und finde mehr heraus. Ich denke mal, dass es handelt sich dabei um den guten Dooley. Okay. Ein weiterer Hinweis ist noch am Start. Dooleys Bruder. Bugs Bruder, Kinderarbeiter, ist ja eh wieder fraglich mit der Kinderarbeit hier alles. Weitere. Sollten wir mal hier hochklettern? Vielleicht kann man da was von oben aus machen. Alle Indizien weisen ja auf den guten Dooley. Aha, guck mal, da hinten ist doch noch was. Runter. So. Hätte ich noch was ausgemacht. Was ist denn für ein Zettel hier? Lagerhaus Brief. Uns wurde zugetragen, dass einer ihrer Arbeiter, ein gewisser Mr. Carlton, Kinderarbeiter geschlagen habe. Unsere Gesellschaft findet dieses Verhalten beunruhigend, wie Sie selbst sicherlich auch. Bitte ergreifen Sie Maßnahmen, um diese Praxis zu unterbinden. Miss Clara O'Dear. Ein weiterer Hinweis. Fall Akte einzusehen. Fortschritt sorgen? Moment, das habe ich mir jetzt nicht richtig durchgelesen, ich Arsch. Fallakte. Drücken Sie Optionen und wählen Sie im Menü das Fortschritt-Logbuch und gehen Sie auf Groschenromanverbrechen. Alles klar? Fortschritt-Logbuch und Groschenromanverbrechen. Da können wir alles nochmal uns theoretisch durchlesen. Wilkins Leiche. Ja, bin gerade am Kombinieren, deswegen bin ich gerade so ein bisschen neben der Spur. Kann ich ihn da nochmal drauf ansprechen, wegen der Kinderarbeit vielleicht? Ja, da muss es doch Dooley gewesen sein. Oder er hat da wegen getötet, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Er hätte ja keinen Grund. Mit ihm können wir auch nicht nochmal reden, ne? Also ich finde die Hinweise sehr spärlich, da jetzt wie ein Ding festzumachen. Und der Dooley tut mir irgendwie leid, weil vielleicht war das ja auch ein Arschloch, die Leiche hier. Und das Tuch kann ich jetzt auch nicht abchecken. Na gut. Dooley? Er hat mich umgeworfen und dann getreten. Da habe ich nach meinem Arbeitsmesser gegriffen. Ich heb die Hände, um mich zu verteidigen, aber er schlägt mich bewusstlos. Später, als ich aufwachte, liegt der Mann da. Tot. Na komm, drück das mal. Ich? Nein! Oh nein, nein, nicht so vorschnell. Sie haben diesen Mord nur scheinbar aufgeklärt, den augenscheinlichen Indizien nach. Allerdings, Artie, welchen Rat würdest du geben? Ich würde vorschlagen, hinter die Fassade zu schauen. Und hinter das Offensichtliche. Geben Sie nicht auf. Nutzen Sie Ihre Kräfte, um tiefer zu graben. Mal sehen, was Sie finden. Aha, dann schalten sich weitere Hinweise frei. Also man musste, glaube ich, so vorgehen, dass man Dooley einmal beschuldigt. Und überprüfen Sie die Fallakte, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen. Stich von oben. Großer Angreifer, kleine Füße. Das ist ja geil gemacht, Mann. Der Abdruck eines großen Arbeitsschuhs. Was aber nicht zu kleine Füße passt. Aber das können ja auch. Er hat vielleicht kleine Füße und das sind große Fußabdrücke und deswegen soll das den Hinweis geben, dass jemand anders das war und nicht die Leiche selber. Zwei verschiedene Fingerabdrücke. Ein Kind und ein Erwachsener. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt.
Die Frage ist nur, was hätte er damit zu tun, wenn das der Chef war? Mittelgroßer Schuhabdruck, der Abdruck eines mittelgroßen Arbeitsschuhs. Der Abdruck wird durch Kohlestückchen und Kohlestaub hervorgehoben, sodass es möglich ist, den Spuren zu folgen. Ah. Untersuchen Sie einige der Spuren gründlicher. Ja, ich bin dabei. Was steht da? Ah, die Kohlebrocken. Äußerst praktisch. Mehr Kohle. Dreht sich hier entlang. Boah, das ist ja voll geil. Voll das Detektivspiel auf einmal. Sherlock Holmes-Style so ein bisschen. Aha. Wen haben wir denn da? Überprüfen Sie die Falle. Ich und Wilkins haben hier draußen gearbeitet. Wir hörten Schreie. Wilkins ging nachsehen, was da los war, und dann kam er nie zurück. Dann bin ich selbst gegangen und da lag er, tot. Ich blieb nicht da, schließlich könnte mich ja jemand verdächtigen. Ein Halstuch. Das Seltsame ist, Wilkins hatte kein Halstuch um, als ich mit ihm geredet habe. Nur die Arbeiter in der Brauerei tragen die. Reden Sie doch mal mit Morris. Das werden wir tun. Morris. Arbeitet mehr Kohle, bla bla bla, egal. Versuchen Sie, das Motiv zu finden. Ich will mich erstmal gerne mit Morris unterhalten. Weil irgendwie hat er ja mit diesem Heilstuhl noch einen Ansturmpunkt gegeben, also einen Andenkpunkt. Alles klar, das ist der Brauereieingang. Komm, da rennen wir mal rüber. Naja, immer mit der Ruhe, mein Lieber. Hinweise gefunden. Hier gibt es auf jeden Fall noch zwei Hinweise. Da vorne, da hinten hätte ich vielleicht auch noch welche sehen können. Aha, guck mal einer an. Wieder Fußabdrücke. Versuchen Sie, das Motiv zu finden. Großer Schuhabdruck, Abdruck eines großen Arbeitsschuhs. Okay, hier könnten natürlich jede Menge Arbeitsschuhabdrücke sein. Das ist ja nichts Auffälliges unbedingt. Brauerei. Ich gehe zurück und finde mehr heraus. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir da nochmal kurz zurück. Nee, da haben wir alles gecheckt, glaube ich. War ja nur eins von eins. So, und jetzt, da steht auch noch eine Truhe hinten. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Ich bin mitten im Fall. Halstuch. Ich war den ganzen Tag in der Brauerei. Da drin trage ich mein Halstuch. Das muss man da einfach bei dem Gestank und den Dämpfen. Ich weiß nicht, wer hier raucht. Taylor vielleicht? Könnte seine Kippe sein. Na gut, eine Zigarette halte ich jetzt nicht unbedingt für so krass. Wo ist Taylor? Das ist jetzt natürlich die nächste Frage. War das Taylor? Nee, das war nicht Taylor, oder? Wilkins, alles klar. Nee, Mr. Freems ist das. Wilkins ist ja die Leiche. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Kerl da hinten hieß. Den haben wir eigentlich da? Der hat auch nichts gesehen, oder was? Ah, Taylor war es also. Zigarette. Ich und Wilkins haben hier draußen gearbeitet. Wir hörten Schreie. Wilkins ging nachsehen, was da los war, und dann kam er nie zurück. Dann bin ich selbst gegangen und da lag er, tot. Ich blieb nicht da, schließlich könnte mich ja jemand verdächtigen. Ja, das wollte ich natürlich jetzt nicht machen. Ich habe vor Monaten aufgehört. Aber wissen Sie, ich habe jemanden von der Brauerei rauchen sehen. Ich weiß aber nicht, wer das war. Dem muss ja auch das Halstuch fehlen. Das wäre ein Riesenindiz. Wer von der Brauerei raucht noch? Wie gesagt, ich war drin. Hatte keine Gelegenheit, draußen eine zu rauchen. Colton ging aber. Reden Sie mit dem. Er arbeitet gerade in der Verladung.
Ja, mit Colton wollen wir auch noch reden, ganz klar. Alle Orte freigeschaltet mittlerweile. Und wir sind der Sache auf der Spur. Das ist der Verladebereich. Gucken wir erstmal ganz kurz, ob wir hier noch Hinweise vielleicht liegen haben. Hinweise da vorne, was immer denn da Schönes. Verladebereich Zigaretten, ausgedrückte Zigaretten. Wahrscheinlich sollte ich einen Verdächtigen befragen. So, mein Lieber, erzähl doch mal. Wilkins. Ich unterhielt mich mit einem der anderen, als ich einen Tumult hörte. Ich lief hinein und fand Wilkins tot. Armer Kerl, ermordet von diesem Bastard, den wir in Lohn und Brot halten. Ich rauche nicht. Hab ich noch nie. Moment. Ich unterhielt mich mit einem der anderen, als ich einen Tumult hörte. Ich lief hinein und fand Wilkins tot. Armer Kerl, ermordet von diesem Bastard, den wir in Lohn und Brot halten. Ob das damit Mr. Freems gemeint ist? Heilstuch. Die Dämpfe in der Brauerei können schon heftig sein. Wenn die Männer arbeiten, tragen sie Tücher vor den Mund. Ja gut, das ist ja nichts Neues jetzt unbedingt. Wilkins war keiner, der die Kinder verprügelt hat. Ganz im Gegenteil. Er geriet sogar ständig in Streit, weil er das immer verhindern wollte. Ja, da stimmt doch noch was nicht. Irgendwas fehlt noch. Irgendein kleiner Fitzel fehlt noch. Hatte der sein Heilstuch? Da habe ich jetzt noch als Indiz. Er hat es nicht um. Aber er hat es um. Und er arbeitet ja auch im Verladebereich. Da waren wieder Zigarettenstimme. Ich gehe nochmal mit Taylor quatschen. Warte. Einfach nur mal so. Wow, der war cool, der Move. Alter Schwede, nice. Ja, da gibt's aber auch nichts Neues. Oh, nichts Neues. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Verdächtigen wählen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht schlüssig aus diesem Fall. Vielleicht können wir hier noch irgendwas fragen. Manchmal tauchen ja neue Fragen auf über den. Ja, über Buck können wir auch noch mal kurz reden. Er ist mein Bruder. Er ist nicht gern fleißig. Also hat ein Arbeiter ihn verprügelt. Ich wollte ihn aufhalten, da hört er auf, Buck zu schlagen. Und schlägt auf mich ein. Ja, das ist bitter. Ich hab rumgestanden und geträumt. Und plötzlich kommt da so ein Typ und prügelt auf mich ein. Dooley will ihn stoppen und da verkloppt der Kerl den Dooley. Dann bin ich Hilfe holen. Aber wen hast du denn geholt? Ja, das ist Dooleys Messer. Und er hat es auch nie verliehen. Unschlüssig bin ich, sehr unschlüssig. Ach, na und? Also rauche ich dann und wann? Spielt das eine Rolle? Aha! Er hat also zweimal jetzt schon gelogen. Ich sollte der Vorarbeiter sein. Wilkins hat die Blagen bemuttert wie eine Glucke. Er kam und hat mir verboten, den Bengel zu verprügeln. Yeah! Das war weitaus schwieriger, als es ursprünglich erschien. Gut gemacht. Ab in den Kerker mit dir! Ein einfacher Fall vom Mord. Eine Handgreiflichkeit zwischen einem Jungen und einem Arbeiter endet für den Arbeiter tödlich. Der Junge erinnert sich daran, ein Messer erhoben zu haben, aber nicht, ja, wir haben müssen jetzt eigentlich nicht alles nochmal. Ich glaube, der Fall ist komplett geklärt. Und das wäre jetzt der neue Text von Henry Raymond gewesen. Der neue Artikel. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt mal eine kleine Pause einlegen, weil die Folge geht ja wieder schon halb ewig. Und es war aber richtig lustig. Ich muss sagen, diese Groschenromane haben mir sehr gut gefallen. Allerdings fand ich den Fall noch nicht ganz einleuchtend. Hätte man noch ein bisschen mehr mitmachen können. Wir haben die rustikalen Umhang freigeschaltet und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.